Guten Morgen. Ja, ich stehe hier auf der Brücke der Einheit und hinter mir das etwas in Nebel gehüllte Facher. Ein wunderschöner Ort. Ja, mein Weg geht heute weiter Richtung Norden, hoffentlich bis Bad Soden-Allleben. Das wäre schon mal ziemlicher Schritt weiter vorwärts. Meinem schlauen Buch zufolge liegt nichts großartig Interessantes auf dem Weg. Das heißt, heute mal Strecke machen. Sollte sich wieder erwarten, was anderes auf dem Weg ergeben, werde ich das wieder wie immer in Bild und Ton festhalten. Ja, ich hatte heute Morgen noch ein interessantes Gespräch mit dem Gastwirt. Ich hatte ja gestern diese Kalisalzabraumhalde fotografiert. Und überhaupt ist dieses Kalisalz hier ein richtiges Problem, weil diese Kalisalzhalde, die saugt sich voll und gibt das salzige Abwasser in das Grundwasser ab. Damit das nicht passiert, wird das in die Werra geleitet. Ja, und da hat man dann doch irgendwann mal gesagt, hey, das ist umwelttechnisch vielleicht doch nicht so das Optimale. Ja, aber bei Kalisalz, da hängen richtig Arbeitsplätze dran und die Umweltauflagen werden immer härter und wenn die hier das nicht mehr so einleiten können, dann drohen die immer mit, ja, Arbeitsplätze. Ja, hier geht so ein bisschen der Arbeitsplatzverlustgeist rum. Tja. Ich fahre jetzt mal weiter. Sollte sich irgendwas auf dem Weg ergeben, werde ich das in Bild und Ton festhalten. Bis gleich. Ja, nach dem etwas nebligen Start heute Morgen in Wacha ist der Nebel ganz schnell der Sonne gewichen. Ja, ich bin die letzten 40 Kilometer immer schön an der Werra entlang, auf dem Werratal-Radweg geradelt. Der ist super ausgebaut, aber auch topfeben. Meine Frau würde ihn lieben. Aber ehrlich, das war irgendwann tatsächlich so langweilig, dass ich mir sogar Musik ins Ohr gemacht habe. Und ja, aber egal, nach 40 Kilometern dachte ich mir, mach's mal eine Pause, weil irgendwann brauche ich mal meinen Kaffee, ne? Schön. Nee, echt, schön hier. Ich nehme euch mal ein bisschen mit auf dem Werratalradweg. Ich hoffe, dass man was sieht. Hier hat sich die Werra ein schönes Tal gegraben und dieser Weg führt immer schön daran entlang und doppelt schön, weil flussabwärts heißt bergabwärts. Da muss man nicht so doll treten. Ui. Braucht ihr Hilfe? Nee, alles gut, alles gut. Gut, weiter geht's. Ja. Gute Fahrt. Und hier im Schatten zu radeln, das ist schön frisch. Wir haben jetzt
knapp nach 12. Und die Temperaturen haben jetzt so die 15, 17 Grad erreicht. Sehr angenehm, sehr gut zu fahren. Und sowas hier, das macht ja richtig Laune. Das ist richtig schön. Der Kilometerzähler kratzt an den 80. Das ist jetzt kurz vor 2 Uhr. Und eben noch bin ich durch das wunderschön malerische Treffort geradelt. Dann kam jetzt noch etwas Kolonnenweg hier. Und dann war ich an dem blauen Wunder von Treffort. Aber das gucken wir uns auf den Bildern gleich mal an. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Ah, blau. Nein, schön. Ja, da rate ich heute Nachmittag so Richtung Sodenallleben durch diesen schönen Ort, wie heißt die gleich nochmal, Eschwege, Albungen durch. Sehe an der Seite ein Schild, hier Veraside Inn. Da habe ich angehalten, noch zwei, dreimal geklingelt, bis ich dann die Leute von dieser Pensionunterkunft gefunden habe. Das Schild war so vielversprechend und was ich hier gefunden habe, war einfach sensationell. Also ich habe hier gefunden zwei Briten, die einen Pub betreiben. Es ist einfach so unglaublich, wie es klingt. Es sind einfach die zwei herzensbesten Menschen, die man auf sich Erden vorstellen kann. Wie ihr schon merkt, ich bin hunkenstrunken. Der Kilometerzähler steht bei 111, aber das ist mir völlig egal. Ich muss heute Abend diesen Film zusammennageln. Ich stelle euch gleich mal nochmal Jenny und Andy vor. Das kommt gleich. Und morgen geht's irgendwie weiter. Andy is trying to hide from me, but may I introduce you to Mr. Andy, and in the background, well, there's Jenny, and you don't, the nicest people on this earth, and feeding me with beer. I don't want to go here. You don't want to go? I don't want to go. We're leading him astray, I'm sorry. Oh, right. So, see you tomorrow. Next day is another day. I ride on. Good night. Sleep tight.